Mein Name ist Philipp Grafenbach und ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine kurze Reise zu dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. St. Pölten ist eine sehr lebenswerte Stadt mit einem wunderschönen barocken Innenstadtkern und sehr viel Grün drumherum. Aber was für mich eigentlich noch wichtiger ist, es gibt hier zwei ganz exzellente Kaffeehäuser. Einerseits das Café Schubert am Herdenplatz und gleich daneben das Café im Palais Wellenstein, wo ich immer sehr gerne hingehe zum Schreiben, weil ich kann eigentlich nicht in meinem Büro schreiben, das klappt gar nicht. Ich muss hinaus in das Leben, wo die Menschen sind, wo die wirklichen Geschichten passieren. Auf der anderen Seite muss ich mich natürlich auch in einer Blase dann abschirmen, damit ich mich ganz in meine Geschichten und Charaktere hineinversetzen kann. Und dafür habe ich mir irgendwann ganz eigene Soundtracks zusammengestellt für die einzelnen Personen, für die einzelnen Kapitel. Und je nachdem, was dann geschieht, ändert sich die Musik, ändert sich die Geschwindigkeit des Schreibens. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß, auf diese Weise in neue Welten einzutauchen. Er bekreuzigte sich, küsste seine zur Faust geballte, blutverschmierte Hand. Behutsam schloss er die vor Schreck weit aufgerissenen, zarten Lider des Mädchens. »Es tut mir ehrlich leid für dich, mein Kind.« Er fuhr herum, wandte sich zum Ausgang, zögerte einen Augenblick. »Pax Dei, Tecum«, flüsterte er schließlich und bekreuzigte sich erneut.